bei dem Ekelwetter draußen muss ich einfach schon mal an den Frühling denken und damit an die Lesungssaison, die dann wieder losgeht. Denn im März ist es wieder soweit. Als erstes haben wir dort die Leipziger Buchmesse und ziemlich parallel ist auch die Lit Cologne. Und das hat mich dazu gebracht, ich habe nämlich heute gleich schon mal eine Karte für eine Lesung bestellt, mir ein bisschen Gedanken darüber zu machen, über das Thema Lesung. Und ich würde von euch gerne wissen, ob ihr schon auf Lesungen wart und wenn ja, warum, ob es euch gefallen hat und bei welchen ihr natürlich wart. Ich habe noch gar nicht so viele mitgemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich war zum Beispiel bei Sebastian Fitzek, Cody McFadden, Ranga Yogeshwar, Benedikt Welz und ich fand die alle total super. Ich glaube, am witzigsten war wirklich die Lesung von Sebastian Fitzek. Wobei ich auch sagen muss, dass Cody McFadden ein unheimlich sympathischer und lustiger Mensch ist, was man überhaupt nicht erwarten würde, wenn man seine Bücher gelesen hat. Ich frage mich ja mittlerweile schon, ob das so das Ding von Thriller-Autoren ist, dass die privat einfach super witzige, nette Menschen sind und das absichtlich machen, um dann mit ihren Büchern nochmal mehr zu schockieren. Weil, ich meine, habt ihr schon mal von Cody McFadden einen Thriller gelesen? Da fragt man sich wirklich, 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 was für ein Mensch sich sowas ausdenken kann. Und die Antwort ist, ein sehr netter, lustiger Mensch. Auf der Leipziger Buchmesse werde ich nicht sein, das ist zu weit weg für mich. Aber falls ihr hinfahrt, könnt ihr mir mal hinterher berichten, wie es so war. Ich war ja schon einmal auf der Frankfurter Buchmesse vor 2 Jahren, da hat es mir ganz gut gefallen, auch wenn ich sagen muss, dass es unheimlich voll war und irgendwie ist das super anstrengend, sich da die ganze Zeit durchzukämpfen durch die Gänge und zu den Lesungen zu gehen, wenn da solche Menschenmassen sind. Aber es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung und vielleicht schaffe ich es ja auch dieses Jahr wieder dahin zu fahren. Ansonsten, ich habe mir erstmal sofort eine Karte geholt für die Lit Cologne, wo ich mir eine Lesung von Maggie Stiefvater anhören werde. Und zwar aus Rot wie das Meer. Das Buch habe ich noch nicht gelesen, aber ich möchte es unbedingt noch lesen, weil ihre Wolves of Mercy Falls Reihe hat mir unheimlich gut gefallen. Auf Deutsch nach dem Sommer, genau. Und ja, vielleicht schaffe ich es auch noch vorher, das Buch zu lesen. Das wäre ganz klug. Ja, ich selber muss sagen, Lesungen finde ich sind eine super Sache. Ich gehe da gerne hin, vor allem wenn ich das Buch noch nicht kenne, weil man dann ja auch immer einen ganz guten Eindruck bekommt davon. Andererseits, wenn man das Buch kennt, dann kann man vielleicht bei den richtigen Stellen mitschmunzeln und weiß, was die Anekdoten bedeuten, die der Autor noch so einwirft. Ja, ich hatte ja zum Beispiel, dass ich bei Benedikt Welz in Köln auf einer Lesung war und das Buch hatte ich vorher noch gar nicht gelesen. Ich wusste auch eigentlich nur so ganz schwammig, worum es geht. Es war trotzdem eine ziemlich tolle Erfahrung. Ich muss auch sagen, das war über dieses 1Live-Clubbing. Das kann ich allen nur ans Herz legen. Wenn ihr mal kostenlos auf eine Lesung wollt, dann macht das darüber, weil es ist eine super Atmosphäre, es macht unheimlich viel Spaß. Ganz toll, dort oben direkt in dem 1Live-Studio zu sitzen. Ja, und Benedikt Welz selber war auch sehr nett, muss ich sagen. Also ich glaube, ich war die allerletzte, die noch in der Schlange stand, um ein Autogramm zu ergattern. Und der hat sich super viel Zeit gelassen und richtig Mühe gegeben. Mir hat er dann eine ganze Seite voll geschrieben und sogar noch ein Bildchen gemalt. Das werde ich nie vergessen. Das ist ziemlich lustig gewesen. Ich glaube, mein Vlog ist diesmal ziemlich kurz, oder? Egal, es gibt ja nicht so viel zu Lesungen zu sagen. Ich meine, ich möchte euch nicht alles erzählen, was ich da bis jetzt so erlebt habe, weil hinterher habt ihr keine Lust mehr, selber noch auf eine dieser Lesungen zu gehen. Aber ich würde halt eure Meinung gerne dazu wissen, ob ihr irgendwie zu solchen Großveranstaltungen fahrt oder ob ihr vielleicht lieber kleine Lesungen mitmacht, die irgendwie in der Buchhandlung bei euch in der Stadt stattfinden. Und wenn ja, auf welchen ihr schon wart, welche euch besonders gut gefallen haben natürlich. Wir sehen uns sonst am Sonntag wieder. Ich versuche auch diesmal wirklich das Video pünktlich rauszubringen. Nicht so wie letztens, was ja erst vor 2 Tagen kam. Ja, macht's gut.